So, hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt ist der Moment, wo Sie leise werden sollten. Sehr schön, haben wir das auch einmal geschafft. Das freut mich sehr. Ja, wir waren beim Sinussatz und beim Kosinussatz stehen geblieben letzte Woche. Das war so das Letzte, was wir uns angeschaut hatten. Den Sinussatz haben wir sogar schon bewiesen. Beim Sinussatz, nochmal zur Erinnerung, haben wir diese Dreierverhältnisgleichung, wo Sie immer die Ihnen gerade was nützt, benutzen können, für welche Rechnung auch immer. Und zwar werden Seitenlängen und der Sinus von einzelnen Winkeln in Verhältnisse gesetzt. Und das funktioniert, das haben wir uns angeschaut, in ganz allgemeinen Dreiecken. Wir brauchen also jetzt hier keine rechtwinkligen Dreiecke mehr, wie es beim Satz des Pythagoras der Fall ist, sondern es ist völlig ausreichend, wenn wir ein ganz x-beliebiges Dreieck mit beliebigen Winkeln haben. Der Beweis funktioniert wie folgt. Die Idee war, die ich Ihnen da gezeigt habe, dass man mal die Höhe einzeichnet und dann sieht, wenn man so eine Höhe da einzeichnet, dann kann man dieses beliebige Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke anhand seiner Höhe aufteilen. Und in diesen beiden rechtwinkligen Dreiecken funktioniert natürlich jetzt alles, was wir über Sinus, Cosinus, Tangens, in dem Fall brauchen wir nur den Sinus, wissen. Ja, wir wissen, der Sinus ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse, also können wir das für den Winkel Beta, für den Winkel Alpha ausdrücken. Also gilt das hier. Dann können wir es ein bisschen umstellen, nämlich zur Höhe HC. Und jetzt haben wir auf beiden Seiten hier bei diesen beiden Gleichungen die Höhe HC stehen. Also können wir es auch einfach gleichsetzen. Also haben wir die Länge von A mal der Sinus von Beta ist gleich die Länge von B mal der Sinus von Alpha. Und wenn wir das noch umstellen, dann hat man direkt diese Verhältnisgleichung, die erste, wie sie oben im Satz schon gezeigt wurde oder wie sie oben im Satz schon steht. Das Gleiche kann man natürlich auch machen, wenn man sich jetzt nicht C als die Grundseite des Dreiecks denkt, sondern A und B der Reihe nach. Und wenn man diese Überlegung nochmal genauso wiederholt, dann kriegt man auch die anderen Gleichheiten, die da oben im Satz drin stehen, raus, sodass wir das jetzt nicht nochmal vorgemacht haben. Das war schon der ganze Beweis hier an dieser Stelle. Also die Grundidee, die Höhe einzeichnen und das Ganze wieder auf rechtwinklige Dreiecke zurückführen. Beim Kosinussatz wird es so ähnlich funktionieren. Im Unterschied zum Sinussatz haben Sie beim Kosinussatz drei Seiten, die da irgendwie eine Rolle spielen und einen Winkel. Gerade hatten wir bei den Einzelnen, wenn man sich nur eine Verhältnisgleichung anschaut, immer zwei Seitenlängen und zwei Winkel im Sinus. Jetzt haben wir hier eine Seitenlänge, noch eine Seitenlänge, noch eine Seitenlänge. Also alle drei Seitenlängen irgendwie in einer Gleichung und einen Winkel, in dem Fall hier, der Winkel Gamma, und der steht nicht im Sinus, sondern im Cosinus, deswegen natürlich Cosinussatz und nicht Sinussatz. Auch der soll wieder für ganz x-beliebige Dreiecke gelten. Und damit der Beweis erstmal ein bisschen einfacher und überschaubar wird, gehen wir mal davon aus, dass dieser Winkel Gamma kleiner als ein rechter Winkel ist. Ja, wie hieß das nochmal, wenn ein Winkel kleiner als ein rechter Winkel ist? Kurze Zwischenfrage. Genau, dann ist er spitz und wir haben also einen Spitzenwinkel Gamma vorliegen. Das Dreieck sieht ganz so ähnlich aus und wir wenden wieder den gleichen Trick an, den wir schon beim Sinussatz im Beweis gemacht haben. Wir teilen das auf. Ich habe es ein bisschen anders gezeichnet diesmal. Diesmal habe ich A unten durch die Darstellung schon suggestiv zur Grundseite gemacht. Sie wissen ja, Sie können immer jede Seite als Grundseite betrachten. Ein Dreieck hat nicht, das ist eine ganz häufige Fehlvorstellung, nicht nur eine Grundseite, sondern es hat drei Grundseiten, je nachdem, wie rum man es hält, von welcher Seite man es sich anschaut. Ich habe A zur Grundseite gemacht und habe da die Höhe eingezeichnet und habe diesen beiden Abschnitten der Grundseite noch Namen gegeben. Ja, Sie sehen da unten, da wo die Höhe einschlägt vom gegenüberliegenden Punkt A, da wird diese Seite A, klein a, unterteilt und ich habe denen die Namen D und E gegeben, diesen beiden Strecken. Das brauchen wir gleich. Der Kosinussatz ist nicht so ganz so intuitiv zu beweisen. Man muss sehr viele Sachen nehmen, die man irgendwie diesem Dreieck entnehmen kann und die alle ein bisschen zusammenwursteln und dann kommt am Ende ein Beweis dabei rum. Ja? Das heißt, man kann ihn nicht so ganz straightforward beweisen. Da steckt so ein klein bisschen Forschung drin. Da hat irgendjemand mal länger dran rumgetüftelt, bis man den so beweisen konnte, wie er hier steht. Beim Sinussatz war das ja ein klein bisschen einfacher.
dass man da einfach nur die Definition des Sinus danach anwenden musste und dann auch ein bisschen rumgerechnet hat. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken. Das Erste, was man hier machen könnte, da man ja jetzt rechtwinklige Dreiecke hat, könnte man den Pythagoras anwenden. Ja, und zwar in dem rechten kleinen Teildreieck. Wir haben hier die beiden Katheten, also a Quadrat und ha Quadrat ist gleich hier diese Hypotenuse b Quadrat. Wenn ich das schon etwas umstelle, habe ich direkt das hier da stehen. Ja, also es ist einfach nur der Pythagoras ha Quadrat plus e Quadrat ist gleich b Quadrat schon mal umgestellt, weil das gleich dann im Beweis einfacher funktioniert dadurch. Außerdem können wir noch Folgendes machen. Schauen Sie sich mal an, wie a definiert ist. A ist ja nichts anderes, so wie ich jetzt die Bezeichner d und e gewählt habe, ist a nichts anderes als d, beziehungsweise die Länge von d plus die Länge von e ist a. Ja, also kann ich auch einfach sagen, d umgestellt ist a minus e. Ja, also dieses d hier ist die ganze Seite minus diese kurze Seite e hier. Und wenn ich mir die jetzt in Quadraten angucke, warum auch immer, lässt sich jetzt noch nicht ableiten, warum ich das tue. Wie gesagt, da hat jemand lange dran rumgetüftelt, bis er das mal raus hatte. Wenn ich mir jetzt diese Seite d im Quadrat angucke hier, dann kann ich die natürlich jetzt schreiben als a minus e in Klammern zum Quadrat. Ja, wenn ich das mache, kommen wir so ein bisschen hier an das Schulwissen, dann haben wir hier eine zweite binomische Formel. Zweite binomische Formel löst man auf, ne? A Quadrat minus 2ab, in diesem Fall ist aa, b ist e, beziehungsweise in der Länge, plus b Quadrat, in unserem Fall hier e Quadrat. Ja, das heißt, soweit Schulwissen der Sekundarstufe 1 angewendet, aber man weiß noch gar nicht, warum und wofür. Ich gehe einen Schritt weiter. Jetzt weiß ich auch noch Folgendes. Ich habe gerade im rechten Teildreieck den Pythagoras angewendet. Könnte ich doch auch noch mal im linken Teildreieck machen. Ja, dann habe ich hier, die Hypotenuse ist C, die beiden Katheten sind D und HA, denn hier ist der rechte Winkel. Also habe ich C Quadrat plus HA Quadrat ist gleich D Quadrat. Okay, soweit, Sie stimmen mir alle zu, das mag alles richtig sein, aber was hat das bitte mit dem Kosinussatz und seinem Beweis zu tun? Lässt sich jetzt immer noch nicht richtig ersehen, aber gleich fällt der Vorhang sozusagen. Wir haben jetzt ein bisschen vorbereitet, wir haben zweimal den Pythagoras angewendet und wir haben hier gesagt, a ist das gleiche wie d und e, dann haben wir ein bisschen rumgerechnet und eine binomische Formel darauf angewendet. Jetzt nutze ich die letzte Gleichung, die wir rausgekriegt haben und sage, das kann ich doch ersetzen. Ich habe ja hier rausgekriegt, c Quadrat ist ha zum Quadrat plus d Quadrat. Ja, vielleicht ist Ihnen das gerade schon aufgefallen, das habe ich so ein bisschen vorbereitet. Wir haben herausgefunden, wodurch wir d Quadrat ersetzen können, mit der binomischen Formel. Und wir haben herausgefunden, durch ein weiteres Anwenden des Pythagoras, womit wir ha Quadrat ersetzen können. Wenn wir jetzt also mal diese Gleichung nehmen und für ha Quadrat die erste, die wir gefunden haben, einsetzen, für d Quadrat die zweite, die wir gefunden haben, einsetzen, dann ist das dieser lange Term hier. Ja? Also das erste kommt hierher und der zweite Teil kommt hierher. Praktischerweise enthalten beide so ein, in dem Fall hier dann plus e Quadrat, hier ein minus e Quadrat und Sie sehen schon, das hebt sich natürlich weg, wenn ich einmal plus e Quadrat mache, minus e Quadrat mache, dann kann ich es auch wegstreichen und übrig bleibt nur noch das hier. Okay, das heißt, ich habe herausgefunden, in dieser Situation, in der wir sind, ist c Quadrat, also das Quadrat über dieser Seite hier, dasselbe wie die andere Seite zum Quadrat plus die dritte Seite zum Quadrat minus 2 mal a und hier so eine kleine Teilstrecke, e. Jetzt müssen wir noch irgendwie, hier oben kommt ja ein Kosinus vor, den muss man noch irgendwie reinbringen. Und am besten so, dass e dadurch irgendwie ersetzt werden würde. Ja, weil e kommt hier oben im Satz nicht vor. Wir brauchen hier diese Teilstrecke nicht mehr berücksichtigen. Und das funktioniert wie folgt. Wir wissen ja nochmal, der Kosinus, das ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Und wenn wir uns das mal angucken mit Gamma, aus der Perspektive dieses Winkels Gammas, ja, was ist dann die Ankathete und die Hypotenuse? Die Ankathete
ist das Ding hier, ja, weil es die Kathete ist, die am Winkel liegt, und die Hypotenuse ist die hier, weil sie eben dem rechten Winkel, der hier nicht mehr eingezeichnet ist, gegenüber liegt. Also weiß ich doch, der Kosinus von Gamma ist die Länge von E durch die Länge von B. Das kann ich umstellen. Ich multipliziere das B auf beiden Seiten und weiß, okay, die Länge von E ist dasselbe wie der Kosinus von Gamma mal B. Und das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Denn wenn Sie sich diese Gleichung hier nochmal anschauen, C Quadrat ist das hier. Und wenn wir da jetzt E einsetzen, dann haben wir es. Ja, und wenn wir jetzt also das hier einsetzen, dann haben wir genau das da stehen, was oben hier im Satz drin steht. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat minus 2 mal AB mal Cosinus Gamma. Wir haben an keiner Stelle benutzt, dass das Dreieck rechtwinklig ist, weil wir haben zwei rechtwinklige Dreieck durch Einzeichnen der Höhe gebaut. Also gilt der Cosinussatz soweit. Die zweite Gleichung, die hier steht, ist einfach nur durch Umstellen aus der ersten Gleichung entstanden. Ja, das heißt, Sie können ohne großen Beweis das hier einfach zu Cosinus Gamma umstellen. Dann haben Sie die zweite Gleichung, die Sie genauso gerne benutzen dürfen. Je nachdem, ob Sie gerade die ganzen Seitenlängen haben und den Cosinus ausrechnen wollen oder ob Sie gerade die Seitenlänge C zum Beispiel ausrechnen wollen, weil Sie zwei Seitenlängen und den Winkel Gamma kennen. Soweit so abschließend. Das ist also schon mal ein kleiner Beweis. Das ist so ein Paradebeispiel für einen Beweis, den man nachher schön aufgeschrieben hat. Weil so derjenige, der diesen Beweis entwickelt hat irgendwann mal, der wird ihn nicht genau so gegangen sein, kognitiv, logisch, wenn er daran rumforscht und überlegt, wie könnte ich diesen Satz vielleicht beweisen? Ja, weil das ist ja hier überhaupt nicht, haben Sie jetzt gerade wahrscheinlich selber gemerkt, es war erstmal überhaupt nicht klar, warum jetzt hier den Pythagoras direkt so komisch umstellen, ja, warum jetzt plötzlich hier zu D umstellen und dann eine binomische Formel anwenden, aber nachher hat alles schön zusammengepasst. Das heißt, man hat lange rumgedoktort, irgendwann war mal so ein ganz vollgeschriebener Zettel Papier wahrscheinlich da und dann hat derjenige, der sich sozusagen diesen Beweis überlegt hat, das schön aufgeschrieben nachher. Ja, sodass man es gut nachvollziehen kann, aber man sieht eben nicht mehr genau, wo es herkommt, wie es erfunden wurde. Weil so wird man es nicht gegangen sein. Ja, es wird viel länger gedauert haben und vielleicht viel umständliche Wege zwischendurch angenommen haben. Okay. Eine Sache, auf die will ich hier noch kurz eingehen. Ich habe hier gesagt, ja, der Winkel Gamma, der sollte nicht größer als 90 Grad sein, der sollte spitz sein. Überlegen Sie mal, was wäre passiert, wenn der Winkel Gamma größer als 90 Grad gewesen wäre? Ist ja legitim, dann wäre das Dreieck eben stumpf. Aber was wäre dann beim ersten Schritt des Beweises passiert? Okay, ja. Und was würde das für unsere Höhe bedeuten, wenn das der Fall wäre? Bitte? Ja, könnten wir schon. Aber überlegen Sie mal, Sie machen den hier noch ein bisschen größer. Ja, dadurch geht die Seite hier rüber quasi. Was passiert dann mit der Höhe? Okay, ja. Aber wo wird die Höhe liegen? Außerhalb des Dreiecks. Ja? Lassen Sie sich nicht irritieren, das ist eine häufige Fehlverstellung, dass die Höhe immer im Dreieck irgendwie liegen muss. Wenn Sie ein Dreieck haben, das stumpfwinklig ist, und das hätten Sie ja, wenn Gamma größer als 90 Grad wäre, ja? Stellen Sie sich vor, dann wäre der Punkt hier oben, und wenn Sie da quasi senkrecht ein Lot auf die Seite darunter fällen, dann wird dieses Lot außerhalb des Dreiecks liegen. Und dann hätten wir das Problem, dass die Höhe nicht mehr unser Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke aufteilt. Ja, das würde so nicht mehr klappen. Da muss man ein bisschen Workaround machen und sich ein bisschen was anderes überlegen. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, funktioniert aber auch alles. Das heißt, Sie dürfen den Kosinussatz auch gerne anwenden, wenn Gamma größer als 90 Grad ist. Aber wir schauen uns jetzt hier erstmal nur diesen Teil des Beweises an. Ja, damit haben wir den Sinussatz vom Ende der letzten Veranstaltung und den Kosinussatz. Und können wir so ein bisschen zusammenfassen vielleicht. Der Sinussatz sah so aus, jetzt mal ohne die ganzen Voraussetzungen, nur die reine Formel, die dann da steht. Der Kosinussatz von eben ist der hier. Und natürlich, das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, können wir den Kosinussatz auch
auf andere Seiten anwenden. Es muss nicht immer c Quadrat links sein und rechts a Quadrat, b Quadrat und so weiter. Gehen Sie mal durch, wenn Sie diese Variable nicht hätten, ja, wie würde man dann den Kosinus, diese Formel, den Kosinussatz ausdrücken? Ja, Sie haben ein allgemeines Dreieck und Sie haben die aus welchen Gründen auch immer nicht a, b, c in unserer Standardnotation benannt, sondern das Dreieck ist umbenannt. So nach dem Motto, wenn du das Quadrat von einer Seite hast, dann ist das gleich, ja, den Quadraten der beiden anderen Seiten minus zweimal diese beiden, die Längen dieser beiden Seiten mal den Kosinus des gegenüberliegenden Winkels. Ja, also wenn Sie sich davon lösen, von dieser konkreten Notation, dann können Sie das quasi immer so sagen. Ich habe hier nochmal ein Beispiel, das heißt, wir könnten auch genauso gut sagen, ja, wir schauen uns das mal aus einer anderen Perspektive an. Wenn ich zum Beispiel den Kosinussatz für a Quadrat formulieren möchte, dann mache ich das genauso. Dann sage ich a Quadrat, ja, das ist das gleiche wie die Summe der Quadrate der anderen beiden Seiten, also b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Kosinus von Alpha, ja, also Kosinus des gegenüberliegenden Winkels. Namen sind nur Namen. Das funktioniert also auch noch, wenn man sich das aus der ganz anderen Perspektive anschaut. Das heißt, in den anderen beiden Notationen, wenn man es mal für a oder für b auf der linken Seite des Kosinussatzes formulieren möchte, kann man genauso gut auch diese Gleichung benutzen. Vielleicht haben Sie sowas noch aus der Schule in Erinnerung, wenn Sie sich da mal mit Ihrer Lehrerin, Ihrem Lehrer den Kosinussatz angeschaut haben. Wissen Sie noch, was man da als Spezialfall rausziehen kann aus dem Kosinussatz? Er sieht ja schon so ein bisschen so ähnlich aus wie der Satz des Pythagoras. Und wir haben den Satz des Pythagoras ja auch zweimal reingesteckt, um das Teil zu beweisen. Also der steckt da irgendwie drin, der Satz des Pythagoras. Auch wenn man auf die Formeln guckt, Pythagoras in der Standardnotation, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, das kommt dir genauso vor, ne? Nur andersrum, c Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Wenn nur dieser ganze Teil hier nicht wäre. Das heißt, wenn man jetzt wollen würde, dass aus dem Kosinussatz der Satz des Pythagoras wieder sichtbar wird, dann wäre es doch ganz cool, wenn der Teil hier wegfallen würde. Wenn der aus welchen Gründen auch immer 0 wäre, dann hätten wir wieder genau den Satz des Pythagoras da stehen. C Quadrat ist gleich A Quadrat plus B Quadrat. Überlegen wir mal, wie könnte der 0 werden? Kann A 0 werden? Oder vielleicht nochmal ganz kurz, wahrscheinlich schon mal wieder in Arithmetik besprochen worden, aber wir wiederholen es nochmal. Wann ist ein Produkt 0? Genau, wenn mindestens einer der Faktoren, wenn nicht sogar mehrere, 0 sind. Wir haben eine 2, die wird niemals 0, das ist einfach eine konstante Zahl, die da drin steckt. Wir haben die Länge von A. Wann wird die 0? Kann die 0 werden? Kleine Fangfrage. Die kann nicht 0 werden, weil dann hätten wir kein Dreieck mehr. A ist ja eine unserer Seitenlängen. Wenn im Dreieck eine Seitenlänge 0 ist, haben wir gar kein Dreieck da, sondern irgendwie eine Linie gemalt. Genauso wenig kann B 0 werden. Also die einzige Möglichkeit, dass wir diesen Term hier wegkriegen, ist doch, wenn der Kosinus 0 wird. Ja, jetzt kann man noch ein bisschen überlegen, wie das nochmal war, wenn Sie den mal irgendwann im Einheitskreis definiert haben oder unter welchen Bedingungen das irgendwie genau der Fall ist. Weiß es noch jemand, wann ist der Kosinus gleich 0? Wann kriegt er seine erste Nullstelle? Bei 90 Grad, genau. Das vertiefen wir alles noch mal ein bisschen, wenn Ihnen das jetzt so nicht mehr ganz geläufig ist, in Algebra und Funktionen. Dann schauen wir uns nämlich nächstes Semester auch die Sinus-, Kosinus- und Tangensfunktionen an und gehen die Dinger noch mal ein bisschen durch. Soweit, danke für den Tipp. Also bei 90 Grad ist der Kosinus gleich 0. Das heißt, genau in diesem Fall, wenn wir einen 90-Grad-Winkel haben, dann ist er gleich 0. Ja, und wenn wir einen 90-Grad-Winkel haben, dann sind wir in der Situation des Satzes des Pythagoras.
Ja, das heißt, genau dann, wenn wirklich hier der Winkel oder einer der Winkel, je nachdem, wie Sie den Kosinussatz formulieren, wenn der Winkel hier zum Beispiel plötzlich 90 Grad wird, ja, genau in der Situation ist der Kosinus von 90 Grad gleich 0 und in dem Term hier fällt genau das Ding weg und Sie haben wieder genau den Satz des Pythagoras da stehen. Ja? Also der Satz des Pythagoras kommt schließlich als Spezialfall aus dem Kosinussatz wieder raus. Was nicht verwunderlich ist, wir haben ihn im Beweis zweimal reingesteckt. Ja, ich möchte mit Ihnen noch einen kleinen Rückblick machen auf eine Präsenzübung, die Sie schon kennen. Und zwar ist das die Präsenzübung 7, mit der Sie sich vor ungefähr 2 Wochen beschäftigt haben. Und da gab es eine 2. Aufgabe. Es ging so ein bisschen um Kongruenzsätze. Und wir haben Ihnen eine Schulbuchaufgabe nochmal dargestellt, in der es darum geht, Längen zu berechnen, die man nicht direkt berechnen kann. Konkret musste hier diese rote Seite, die da über den See liegt, gerechnet werden, gegeben waren diese beiden Längen, die da bläulich dargestellt sind, und der Winkel dazwischen, 60 Grad, die beiden Längen, konnte man ablaufen, 300 und 480 Meter. Denken Sie nochmal zurück, wie haben Sie das in der Präsenzübung nachher gemacht? Wie haben Sie eine Schätzung der roten Länge generiert? Genau, ne? Sie wissen, Sie können ein Dreieck eindeutig konstruieren, wenn Sie diese beiden Seitenlängen kennen und den Winkel dazwischen. Das war nämlich welcher Kongruenzsatz? SWS, ne? Seite, dazwischen Winkel, dann wieder eine Seite. Geht also eindeutig zu konstruieren. Sie haben das einfach mal gemacht und haben es auf Papier konstruiert und haben dann gemessen und haben durch eine Maßstabsübertragung, Sie haben gerade gesagt, 3 Zentimeter waren das, glaube ich, bei Ihnen. Ne? Eine Länge ist 3 Zentimeter. Haben dann also da gesagt, 1 Zentimeter sind gleich 100 Meter. Haben das maßstabsgetreu sozusagen gezeichnet und den Rest wieder geschätzt und abgemessen. Das Tolle ist, das geht natürlich auch weiterhin als Methode, um da eine Näherung rauszukriegen. Aber das können wir jetzt noch genauer machen. Also wir halten einmal fest, diese Aufgabe basierte irgendwie auf dem Kongruenzsatz Seite, Winkel, Seite, weil 2 Seiten und ein Winkel dazwischen gegeben waren. Konkret waren es ja, habe ich gerade schon vorgelesen, diese Größen, die gegeben waren. Und das Tolle ist, schauen Sie sich mal den Kosinussatz an. Das Dreieck muss ja beim Kosinussatz nicht rechtwinklig sein. Wir können jetzt also mit dem Kosinus und so weiter arbeiten, auch ohne, dass wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Und ich habe direkt mal den passenden rausgesucht. Schauen Sie mal, was könnten Sie jetzt machen mit dem Kosinussatz? Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Genau. Man kann ganz leger einfach einsetzen und muss nicht mehr konstruieren und dann wieder schätzen und kriegt es natürlich mit dem Taschenrechner genauer hin, als wenn man jetzt konstruiert und notwendigerweise leichte Ungenauigkeiten beim Zeichnen reinbringt. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon den passenden rausgesucht. In dem Fall fehlt uns ja die Seite B. Mit, so wie ich es jetzt benannt habe, mein Dreieck in diesem Fall. Und wir können also direkt alles einsetzen. 480 zum Quadrat plus 300 Quadrat minus 2 mal 480 mal 300 mal Cosinus von 60 Grad. Das können Sie meinetwegen dann natürlich auch in der Klausur alles erstmal in den Taschenrechner eintippen. Kommt erstmal eine unglaublich große Zahl raus. Also verhältnismäßig, Sie haben 480 reingesetzt, haben 300 reingesetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Kosinussatz, der liefert immer die Seitenlänge im Quadrat. Ja, das heißt, wir müssen jetzt noch was tun? Die Wurzel ziehen auf beiden Seiten, genau. Das habe ich auch nochmal für Sie gemacht. Und da kommt ziemlich genau 420 Meter raus. Das heißt, Sie haben jetzt den Vorteil, Sie mussten nicht mehr zeichnen, ich komme sofort auf Sie zurück, Sie mussten nicht mehr zeichnen, sondern wir konnten es direkt ausrechnen, haben es dadurch A genauer und B wahrscheinlich auch etwas schneller hingekriegt. Ihre Frage? Genau, Sie können es natürlich auch direkt umstellen. Sie können den Kosinussatz auch so aufschreiben, die Länge von B ist gleich die Wurzel aus A² plus C² minus 2a mal C. Ja? Aber Sie müssen sie erst am Ende ziehen, weil Sie verrechnen ja hier
Sie verrechnen ja hier zuerst diese Seitenlängen und dann ziehen Sie erst die Wurzel. Ja, wenn Sie vorher aus allen Seitenlängen die Wurzel ziehen, dann hätten Sie diesen Fehler gemacht, dass Sie aus der Wurzel, wenn Sie Wurzel von a plus b haben, dürfen Sie ja auch nicht sagen, das ist Wurzel von a plus Wurzel von b. Das funktioniert bei der Wurzel nicht. Ja, das unter der Wurzel muss zuerst verrechnet werden in dem Fall. Okay, jetzt sehen Sie auch nochmal, was das für eine Anwendung gibt. Wir hatten ja noch die andere Situation. Die erste Aufgabe, die genau auf dieser Hausübung drauf war, ja, Solitude und wie die Städte alle hießen, die gaussche Landvermessung, so wie Gauss das mal mit dem Königreich Hannover gemacht hat, haben wir ja schon uns am allerersten Vorlesungstag mal kurz mit beschäftigt. Und der Kosinussatz ist in gewisser Weise die rechnerische Entsprechung von SWS, das haben wir gerade gesehen. Sie müssen nicht mehr konstruieren, sondern Sie können direkt ausrechnen, wenn Sie nur in den Seitenlängen interessiert sind. Aber auch von SSS, ja? Wäre jetzt ein anderes Beispiel, habe ich gerade nicht mitgebracht, aber das glauben Sie mir mal an dieser Stelle. Der Sinussatz ist die rechnerische Entsprechung von SSW, der ja auch WSS heißt, und WSW vor allem. Und wir waren, wenn Sie sich noch erinnern, in dieser Situation mit dieser gausschen Landvermessung. Wir sind ja wirklich draußen in der Welt und jede Seite, die wir messen müssen, die muss man wirklich ablaufen. Deswegen will man natürlich so wenig Seiten wie möglich messen. Und da erinnern Sie sich noch, welcher Kongruenzsatz spielte da deswegen eine Rolle? In dieser Aufgabe? Was hat Gauss gemacht? Gauss hat erstmal eine einzige Strecke ist der abgelaufen, ja, zwischen zwei Städten. Und dann hat er den Winkel zur dritten Stadt gemessen jeweils. Das heißt, er hatte was? Zwei Winkel, eine Seite. Ja, genau, aber wie heißt der genau? Zwei Winkel, eine Seite. Ja, der hat quasi zum Beispiel, ich mache es hier nochmal vor, der hat diese Seite gemessen, dann diesen Winkel hier vom Kirchturm aus Richtung Solitude, diesen hier, jetzt dürfen Sie nochmal korrigieren, WSW, genau. Ja, also Sie haben eine Seite und an den Enden jeweils die Winkel, die treffen sich irgendwo, dadurch haben Sie ein Dreieck. Ja, und deswegen, das habe ich hier sozusagen schon verraten, WSW ist der Kongruenzsatz, wo Sie das so ähnlich machen können wie gerade mit dem Kosinussatz, die rechnerische Variante, aber Sie werden den Sinussatz benutzen müssen. Weil im Sinussatz haben Sie ja Seite durch Sinus von Winkel ist gleich Seite durch Sinus von Winkel. Ja, das heißt, Sie kennen diese beiden Winkel, können die einsetzen in den Sinus, Sie kennen eine der Seitenlängen, also können Sie zur verbliebenen Seitenlänge umstellen und können die ausrechnen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr im Detail. Damit beschäftigen Sie sich nochmal in der jetzt kommenden Präsenzübungswoche, also ab heute Nachmittag. Okay, jetzt mal eine sinnvolle Überleitung schaffen. Wir verlassen Sinus, Cosinus so ein bisschen und wenden uns nochmal mehr dem Thema Dreiecke zu. Aber als allererstes möchte ich mit Ihnen mal kurz raus aus der Mathematik in die Landvermessung hinein. Da sind wir ja quasi auch ein bisschen gerade schon. Ich habe mal diese Frage mitgebracht. Wo liegt eigentlich der Mittelpunkt Deutschlands? Jetzt sind die Geografen von Ihnen gefragt. Was schätzen Sie? Wo liegt er irgendwo? Manche Sachen kann man relativ sicher ausschließen. Hier liegt er nicht. Wir sind relativ weit in Essen sind wir relativ weit im Westen. In Hamburg liegt er auch nicht. Das ist sehr weit im Norden. Thüringen so ungefähr, genau. Ja, vielleicht Hessen, vielleicht Nordwestbayern, ja. Wer weiß es schon ganz genau, aber so Pi mal Daumen in diese Richtung. Frankfurt ist so der Mittelpunkt unseres Bahnnetzes, wenn man so möchte. Da kommt man immer sehr schnell von überall aus Deutschland mit dem ICE hin. Und ja, aber stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bürgermeisterin oder Bürgermeister des Ortes oder der Stadt, wo der Mittelpunkt Deutschlands liegt. Was würden Sie dann machen? Ja, Sie würden erstmal
ein Denkmal dahinstellen. Sie würden sagen, hier ist der Mittelpunkt Deutschlands, kommt alle vorbei, daneben vielleicht noch eine Würstchenbude und noch ein bisschen was für die klamme Stadtkasse sammeln. Ja? Und tatsächlich ist es so, mehrere Städte beanspruchen diesen Status, im Mittelpunkt Deutschlands zu liegen. Ich habe hier einen Artikel, gar nicht so alt, von 2017 aus der Welt mit. Skurriler Streit, wo liegt Deutschlands Mitte? Konkreter, 6 Dörfer aus 3 Bundesländern, wir sind wirklich in 3 Bundesländern gerade unterwegs, beanspruchen für sich, der geografische Mittelpunkt Deutschlands zu sein. Experten sind ratlos, denn es gibt unterschiedliche Methoden, um dies zu berechnen. Ich habe prompt mal Wikipedia aufgerufen. Es gibt einen Artikel zum Mittelpunkt Deutschlands. Entsprechend gibt es auch, je nachdem, wie man den ausrechnet. Hier ist ein so ein kleines Denkmal, also ein kleines Hinweisschild, was da jemand hingesetzt hat an einem der Mittelpunkte, angeblich der erste aus 1990. Und die kleine Karte hier zeigt noch, dass wir da tatsächlich, in Hessen gibt es Städte, die das für sich behaupten, in Thüringen und sogar auch noch im südlichen Niedersachsen. Ja, wie würden Sie vorgehen, wenn Sie den Mittelpunkt Deutschlands berechnen wollen? Wie macht man das bei so einer Form, bei so einer irregulären Form, wie Deutschland nun mal eine hat? Wir haben ja kein quadratisches Land oder ein rechteckiges Land, sondern irgendwie kantige Ränder und so. Was würden Sie vorschlagen? Einrahmt, okay. Ja, das passt ziemlich gut zu meinen Folien. Dankeschön, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist eine Methode, die man bei Wikipedia findet, wie man das machen kann. Und zwar geografisch gibt es ja Längen und Breitengrade. Also sagen wir einfach, das sind die Begrenzenden in jede Richtung. Und dann haben wir ein Rechteck und davon berechnen wir den Mittelpunkt, zum Beispiel indem wir beide Diagonalen einzeichnen und gucken, wo die sich schneiden. Haben Sie andere Ideen? Wie könnte man noch vorgehen? Jetzt sind Sie Bürgermeister von der Stadt, die zufällig nicht an diesem Punkt liegt. Sie wollen natürlich eine andere Methode finden, vielleicht haben Sie da Glück. Das habe ich noch auf den Folien alles draufgelassen, ne? Deswegen passt das so gut. Okay. Ja, Sie haben es schon erklärt. Wir machen einfach den nördlichsten und den südlichsten Punkt, den westlichsten und den östlichsten Punkt. Ja. Genau, zählt man natürlich auch mit rein, ja? Also, das ist halt eine Methode, die sich der Kommilitone von links nebenan gerade ausgedacht hat, ja, die man anwenden kann. Und ob das die richtige ist oder nicht, vielleicht gibt es da gar nicht die richtige Methode. Also das ist natürlich ein Kritikpunkt, ja? Sie rechnen hier, stellen Sie sich mal vor, Deutschland hätte so einen Zipfel, so einen ganz dünnen Landstreifen, der noch nach Osten bis nach Russland oder so reichen würde. Ja? Dann wäre der Mittelpunkt Deutschlands mit der Methode hier wahrscheinlich irgendwo in der Ukraine. Ja? Oder nah an der Ukraine oder sowas. Ja? Klar, also die Methode hat offenbar ihre Schwächen. Gut, hier könnte es vielleicht ja sogar auch passieren, je nachdem wie das Land geformt ist, dass der Mittelpunkt selber gar nicht im Land liegt. Könnte auch passieren, wenn Sie so eine Banane als Land haben. Ja. Haben Sie noch weitere Ideen, was man machen könnte? Okay, ich habe reingeschaut, was auch noch geht. Sie können die Schwerpunktermittlung machen. Sie können sich vorstellen, Deutschland ist so ein Holzbrett. Wo müssen Sie einen Pin drunter halten, damit Deutschland austariert ist und nicht umkippt? Ja? Das wäre noch eine Methode. Oder Sie nehmen den minimalen summierten Abstand zur Staatsgrenze. Sie verteilen überall auf der Staatsgrenze im Abstand von, weiß ich nicht, 1 Kilometer Punkte, messen und suchen quasi den Punkt irgendwo in der Mitte Deutschlands, sodass, wenn man alle diese Abstände zu diesen Randpunkten aufsummieren würde, dass der den minimalen Abstand liefert. Das ist auch eine Methode, liegt dann an der Stelle. Sie sehen, alle Methoden kommen ungefähr so bei was Ähnlichem raus, aber die liegen tatsächlich in unterschiedlichen Bundesländern. Haben Sie noch eine Frage? Oder? Nein? Okay, sah jetzt so aus. Ja, und es gibt natürlich noch ganz viele mehr. Also jede Menge Methoden, mit denen man das irgendwie ausrechnen könnte. Wir lernen also daraus, es gibt nicht den Mittelpunkt, ja, nicht den eindeutig definierten Mittelpunkt,
weil man sich erstmal Gedanken machen muss, wie man das definieren will und wie man da vorgehen will, um den rauszufinden. So ähnlich ist es auch in der Mathematik. Wir machen es ein bisschen einfacher, die Form. Wir nehmen nicht mehr Deutschland mit seinen Ecken und Kanten, sondern wir schauen uns jetzt ein Dreieck an. Und ich möchte mal mit Ihnen diskutieren, wo eigentlich der Mittelpunkt eines Dreiecks liegt. Was würden Sie sagen? Wir nehmen hier einfach mal irgend so ein x-beliebiges Dreieck her. Wo liegt da eigentlich der Mittelpunkt? Okay, also eine Möglichkeit, der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten von den drei Seiten. Andere Vorschläge? Gegner dieser Methode? Ah, Sie wären die perfekte Partei, wenn Sie sich alles zusammentun. Ein Vorschlag, alle sind einverstanden, super, los geht's, auf in den Wahlkampf. Andere Ideen? Aus dem Dreieck ein Rechteck machen, zum Beispiel durch Spiegelung irgendwie, ne? Dann die Diagonalen davon, okay, wäre auch noch eine Methode, klar. Andere Ideen? Was hat so ein Dreieck noch? Winkelhalbierende, klar, warum nicht, ne? Vielleicht kommt ja sogar das Gleiche dabei raus. Ja, also wenn wir quasi überall die Winkelhalbierenden einzeichnen, schneiden die sich vielleicht auch irgendwo in einem Punkt. Klar, könnte das auch ein Mittelpunkt sein. Vielleicht ist es derselbe wie der Mittelpunkt der Mittelsenkrechten, wer weiß. Also halten wir schon mal fest, man kann das offenbar unterschiedlich definieren. Also wo der Mittelpunkt eines Dreiecks liegt, hängt erstmal davon ab, wie man das definiert. Und das könnte ja auch davon abhängen vom Kontext, in dem man gerade ist. Ja? Diese Mittelpunkte, wie man sie definiert, haben vielleicht unterschiedliche Eigenschaften. Und in welchen Situationen auch immer man vielleicht gerade ist, die man mit Dreiecken modelliert, macht es vielleicht Sinn, andere Mittelpunkte zu Rate zu ziehen. Und damit wir noch so ein bisschen, ja, es hat gerade so ein bisschen gedauert, bis Sie haben sofort gesagt, die Mittelsenkrechte, Sie haben dann etwas später gesagt, die Winkelhalbierende. So ein Dreieck liefert ja ziemlich viele Möglichkeiten eigentlich, so einen Mittelpunkt zu definieren. Und damit Sie da jetzt nochmal über diese zwei Sachen hinaus auch noch mehr Ideen kriegen, gehen wir die nochmal durch. Die sogenannten besonderen Linien im Dreieck. Ein paar haben Sie gerade schon genannt. Ja, also wir nehmen hier einfach mal so ein Dreieck her und machen das jeweils am Beispiel der Seite C beziehungsweise des Winkels Alpha. Die Mittelsenkrechte haben wir gerade schon gehört. Das heißt, die Mittelsenkrechte auf C ist die Seite, die genau in der Mitte der Seite senkrecht davon wegschießt. Also das Ding hier. Dann haben wir die Winkelhalbierende, haben wir auch gerade schon drüber geredet. Die Winkelhalbierende des Winkels Alpha ist also die Seite, beziehungsweise der Strahl, der genau den Winkel Alpha halbiert. Soweit, so naheliegend. Was gibt es noch? Haben wir heute schon kurz mit gearbeitet, in den Beweisen zum Beispiel? Ja, die Seiten, gut, mit der haben wir nicht gearbeitet, die gibt es auch, genau, die kommt gleich. Genau, die Höhe, ne? Also wir können natürlich auch die Höhe einzeichnen. Vielleicht schneiden sich auch die Höhen alle in einem Punkt. Wäre ja auch möglich. Vielleicht ist das eine sinnvolle Definition eines Mittelpunktes. Und, was Sie gerade noch gesagt haben, die Seitenhalbierende. Ja? Nicht zu verwechseln mit der Mittelsenkrechte. Man könnte ja sagen, die Mittelsenkrechte, die halbiert auch eine Seite. Ja? Aber die Seitenhalbierende, der Begriff ist so feststehend, das ist also quasi der Punkt von der Mitte einer Seite zum gegenüberliegenden Eckpunkt. Das heißt, die Seitenhalbierende steht nicht notwendigerweise senkrecht auf der Seite, die sie halbiert. Ja, das sind erstmal die standardmäßig definierten Begriffe. Mittelsenkrechte, mittig, senkrecht auf einer Seite. Winkelhalbierende halbiert eben einen Winkel in irgendeiner Ecke. Die Höhe, kennen Sie schon, ist senkrecht, geht durch den gegenüberliegenden Punkt. Die Seitenhalbierende ist in der Regel nicht senkrecht, geht auch durch den gegenüberliegenden Punkt, aber dafür durch den Mittelpunkt der Seite. Ja, Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein ganz reguläres Dreieck haben,
ein gleichseitiges Dreieck, alle Winkel 60 Grad, dann fallen diese Linien alle zusammen. Aber wenn Sie ein Dreieck haben, das nicht ganz so schön aussieht, so wie dieses hier, dann erhalten Sie ganz unterschiedliche Linien, in dem Fall vier verschiedene. Ja, und für die übrigen Seiten kann man das natürlich genauso einblenden, denn da haben wir gerade schon drüber geredet, was ist eigentlich die Grundseite eines Dreiecks? Die gibt es nicht. Ja, es gibt drei Grundseiten, das ist je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, können wir also entsprechend all diese Linien einzeichnen. Wir haben also drei Mittelsenkrechten, drei Winkelhalbierenden, drei Höhen und drei Seitenhalbierende, die im Extremfall alle ganz unterschiedlich aussehen. Ich will so ein bisschen darauf eingehen, was ich gerade angedeutet habe mit dem Kontext. Also es kommt so ein bisschen auf den Kontext an, welche Variante man wählt. Was man jetzt gerade für eine spezielle Aufgabe oder so als den Mittelpunkt des Dreiecks ansieht. Und ich habe deswegen folgende kleine Einkleidung mitgebracht. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Planungsdezernent für irgendeinen Landkreis, nicht für irgendeinen Landkreis, sondern für einen Insellandkreis, der auf einer Insel liegt. Es gibt drei größere Städte, Ahausen, Befurt und Seedorf. Und die sollen alle durch eine Rettungshelikopterbasis versorgt werden. Wenn also irgendwo jemand einen Herzinfarkt kriegt, dann soll der Rettungshelikopter von einer feststehenden Basis da hinfliegen. Da ist Ihnen natürlich wichtig, wenn man sich das jetzt mal auf der Karte vorstellt, dass der Rettungshelikopter jeden Ort möglichst schnell erreichen kann. Das heißt, wenn Sie die Basis in Seedorf bauen, dann sind die Leute in Seedorf natürlich sehr glücklich, weil der Rettungshelikopter fast sofort da ist. Aber in Befurt und Ahausen dauert es eben, die Leute warten auf den Helikopter und versterben am Herzinfarkt. Deswegen wollen Sie diese Basis möglichst gut positionieren. Sie wollen sie also wahrscheinlich in der Mitte dieses Dreiecks aufbauen. Aber was ist die Mitte dieses Dreiecks in diesem Fall? Ja, also was sollte man für eine Bedingung eigentlich genau an den Standort dieses Helikopters oder dieser Helikopterbasis stellen? Was würden Sie sagen? Ah, okay. Ja, das heißt. Genau, da steckt was drin. Immer dieselbe Länge zu den Eckpunkten des Dreiecks, ja? Was wollten Sie sagen? Die Umkreismitte, okay. Da haben Sie schon den ersten Fachbegriff verwendet, den wir eigentlich noch gar nicht kennen. Also der Umkreis ist der Kreis, der um ein Dreieck rumgeht, und zwar durch die einzelnen Eckpunkte durch. Ja? Also Sie stellen sich vor, das ist der erste Vorschlag. Die gehen jetzt so ein bisschen ineinander über, die beiden Vorschläge. Wir machen einen Kreis, sodass Seedorf, Ahausen und Befurt auf diesem Kreis liegen. Und die wichtige Eigenschaft ist genannt worden, dann wären ja alle drei Städte gleich weit, wenn wir das dann am Mittelpunkt errichten würden, die Helikopterbasis, gleich weit entfernt. Also die Helikopterbasis sollte von jeder Stadt möglichst gleich weit entfernt sein. Sie können sich denken, es läuft jetzt irgendwie wieder auf diese ganzen Begriffe der besonderen Linien im Dreieck hinaus. Mittelsenkrechte, Seitenhalbierende und so weiter. Und tatsächlich ist es auch so, dass man den Umkreismittelpunkt bekommt, wenn man eine besondere Linie davon die Schnittpunkte bildet. Aber wir schauen mal, wir überlegen uns das ganz einfach. Da gibt es eine Aufgabe. Sie sollten sich ja auch sowas überlegen, was ist eigentlich der Fall auf der heute abzugebenden Hausübung. Wie sehen eigentlich die Punkte aus oder wo liegen die Punkte, die von zwei Punkten gleich weit weg sind? Gehen wir mal ein bisschen, machen wir es einfacher. Nehmen wir erstmal an, auf dieser Insel sind nicht drei Städte, sondern nur zwei Städte, Ahausen und Befurt. Also wo liegen die Punkte, die gleich weit von Ahausen und Befurt entfernt sind? Genau, auf der Mittelsenkrechten, auf der Mittelsenkrechten der Verbindungsstrecke dieser beiden Städte oder Punkte. Ja, das heißt, alle Punkte, die da drauf liegen, haben natürlich den gleichen Abstand zu Ahausen und Befurt. Und der am Schnittpunkt liegt in diesem Fall, das wäre der sogar noch den kürzesten Abstand hat. Also nicht nur den gleichen zu beiden Punkten, sondern unter all diesen Punkten auch noch der ist mit dem kürzesten Abstand zu beiden Städten. Okay, also die Antwort ist die Mittelsenkrechte. Die Frage ist, was passiert dann im Dreieck? Ja, jetzt ist das ja hier eigentlich genauso. Wenn ich hier zum Beispiel die Mittelsenkrechte auf der Seite zwischen Ahausen und Befurt mir vorstelle und die Mittelsenkrechte auf der Seite zwischen Seedorf und Befurt,
und die Mittelsenkrechte auf der Seite zwischen Ahausen und C-Dorf, wenn ich mir die alle vorstelle, dann sind alle Punkte, die zum Beispiel auf dieser Mittelsenkrechten liegen, sind gleich weit von Ahausen und Befurt entfernt. Alle Punkte, die hier drauf liegen, sind gleich weit von Ahausen und C-Dorf entfernt und alle, die hier drauf liegen, sind gleich weit von C-Dorf und Befurt entfernt. Und wie wir sehen, die schneiden sich in einem Punkt. Das Tolle also, dieser eine Punkt hat die gleiche Entfernung zu allen drei Städten. Ja, ziemlich geil, genau. Also, wenn der also die gleiche Entfernung hat, dann können wir den auch als Radius für einen Kreis nehmen. Und dann haben wir den Umkreis Mittelpunkt. Ja, jetzt haben wir uns alles zusammen erarbeitet. Also, der Punkt, der von allen drei Punkten A, B, C denselben Abstand hat, ist also der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten, haben wir uns so erarbeitet. Und naja, wenn der gesuchte Punkt von allen drei Eckpunkten des Dreiecks denselben Abstand haben soll, dann lässt sich also, habe ich gerade schon angedeutet, auch ein Kreis um ihn zeichnen, so dass eben A, B und C Element des Kreises sind. Und das ist genau das, was Sie gerade schon antizipiert haben, der sogenannte Umkreis des Dreiecks. Und der Punkt, der gesucht ist, ist M Index U, der Umkreis Mittelpunkt des Dreiecks. Das ist also der Punkt, der den Abstand zu allen Einzelpunkten des Dreiecks, zu allen Eckpunkten minimiert. Und wir würden die Helikopterbasis am Umkreismittelpunkt zwischen Ahausen, Befurt und C-Dorf errichten. Okay, das war die eine Situation, der Rettungshelikopter. Gehen wir an eine andere Situation, die habe ich aus dem Schulbuch geklaut. Es geht um Kröten. Wir haben da drei Straßen, die sind in Rot in der Skizze drin und die bilden zusammen ein Dreieck. Dieses Dreieck ist im Wesentlichen eine grüne Wiese, da leben aber viele Tiere und da leben auch relativ viele Frösche. Und Frösche benötigen ja, um sich fortzupflanzen, ein Gewässer, weil nur da können sie ihre Kaulquappen großziehen. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wenn gerade die große Saison ist und die Kröten oder Frösche alle aus einem Teich rausschlüpfen, dann werden die auch schnell mal überfahren und verenden dann entsprechend. Wir wollen also irgendwie einen Ersatzleichteich auf dieser Wiese bauen, sodass die gar nicht mehr auf die Idee kommen, über die Straßen abzuhauen, um irgendwo hinzurennen, um zu laichen, sondern wir bieten ihnen genau in der Mitte dieser Grünfläche, also in der Mitte dieses Dreiecks, einen schönen Laichteich, einen schönen Ersatzlaichteich. Die Frage ist also, wo sollte der jetzt liegen? Rein inhaltlich, noch gar nicht so mathematisch gedacht. Sie wollen ja, dass die Kröten nicht so schnell auf die Idee kommen, zu irgendeiner Straße zu rennen, um überfahren zu werden. Genau, wir wollen jetzt nicht mehr den Abstand zu den Eckpunkten möglichst klein kriegen, sondern wir wollen den Abstand zur nächsten Straße möglichst klein kriegen. Wir wollen, dass die Straßen weit weg sind von dem Punkt. Also der Teich sollte möglichst von allen Straßen möglichst weit entfernt sein. Ja, vielleicht hier ungefähr, aber das kriegen wir noch etwas genauer raus, wo der Teich liegen soll. Ja, schauen Sie mal. Sie haben diese Situation und Sie wollen, wenn Sie so einen einfachen Winkel haben, so wie hier, wo liegen die Punkte, die zu beiden Seiten des Winkels, zu beiden Schenkeln, gleich weit entfernt sind? Genau, das sind die Punkte, die hier auf der Winkelhalbierenden liegen. Also die Winkelhalbierende eines Winkels ist diejenige gerade, deren Punkte von beiden Schenkeln gleich weit entfernt sind. Sie sehen schon, worauf das jetzt vielleicht hinauslaufen könnte. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ich mache wieder ein Dreieck rein, A, B, C mit Seiten A, B, C. Und jetzt zeichne ich einfach mal die Winkelhalbierende ein. Die Winkelhalbierende von Gamma liegt hier, die Winkelhalbierende von Alpha hier und die Winkelhalbierende von Beta hier. Das heißt, alle Punkte, die auf dieser Winkelhalbierenden hier zum Beispiel liegen, sind, das haben Sie gerade gesagt, gleich weit von den Seiten A und C entfernt. Ja, für die hier, die sind alle gleich weit von den Seiten B und C entfernt. Und ähnlich für die Winkelhalbierende an Gamma. Also haben wir, wenn die sich auch wieder alle in einem Punkt schneiden, ist das der Punkt,
der gleich weit von den Seiten des Dreiecks entfernt ist. Ja, also der diesen Abstand maximiert. Genau. Das heißt, da haben wir den Punkt, der von allen Straßen möglichst weit innerhalb des Dreiecks entfernt ist. Also sollten wir genau an diesem Punkt, den habe ich MI genannt, den Mittelpunkt unseres Teiches haben. Ja, im Idealfall genau da, also ein Loch graben und diesen Ersatzteich, diesen Ersatzleichteich für die Kröten da rein bauen. Also der Schnittpunkt der drei Winkelhalbierenden ist der Punkt, der von allen Seiten gleich weit entfernt ist. Halten wir es nochmal fest. Wenn der aber gleich weit von allen Seiten entfernt ist, dann kann ich auch, wie ich es jetzt gerade gesehen haben, auch wieder einen Kreis da rein machen. Und das können Sie sich jetzt schon denken, wenn wir gerade vom Umkreis geredet haben, wenn wir also einen Kreis machen, der durch alle drei Eckpunkte geht, wenn wir einen Kreis machen, der genau im Dreieck drin liegt, maximale Größe hat und diesen Punkt, diesen Schnittpunkt der Winkelhalbierenden als Mittelpunkt hat, dann wird er auch einen Namen haben. Eine Idee, wie würden Sie ihn taufen, wenn Sie es noch nicht wissen? Umkreis, genau, der Innenkreis, genau. Also, nimmt man diesen Abstand als Radius, dann hält man eben den Innenkreis und deswegen nennen wir diesen gesuchten Punkt, den Schnittpunkt der Winkelhalbierenden, auch den Innenkreismittelpunkt und da sollte im Idealfall der Teich errichtet werden. Sie sehen schon, wir haben gerade gesehen, ganz am Anfang am Beispiel mit den ausgezeichneten Linien im Dreieck, es hängt von der Form des Dreiecks ab. Wir hatten ein Beispiel für ein Dreieck, wo die Winkelhalbierenden und die Mittelsenkrechten sich in unterschiedlichen Punkten geschnitten haben. Wir haben also jetzt schon zwei unterschiedliche Definitionen vom Mittelpunkt. Den Innenkreismittelpunkt und den Umkreismittelpunkt, die eben nicht notwendigerweise im Dreieck auf dieselbe Stelle fallen müssen. Und je nach Situation, Rettungshelikopter bauen oder Krötenteich bauen, ist ein anderer Punkt zu wählen. Ist also kontextabhängig, was der Mittelpunkt unseres Dreiecks ist. Ja, wir hatten bei Deutschland auch noch gerade die dritte Idee, dass man es austariert. Ja, dass man Deutschland sich als Pappform oder sowas vorstellt, wo muss man einen Stock ansetzen unten drunter, damit man Deutschland darauf balancieren kann. Also wo ist der, physikalisch ausgedrückt, der Schwerpunkt? Das kann man natürlich auch mit einem Dreieck machen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben hier so ein Dreieck. Links die Situation, Sie wollen das einfach auf so einem Lineal oder auf einem Kantholz balancieren, das Dreieck, je nachdem wie groß. Ja, dann würden Sie es da irgendwo auch in die Mitte legen und das austarieren und dann würde es nicht runterfallen. Sie könnten es auch noch etwas akrobatischer machen. Sie könnten einfach nur einen Stab nehmen und das Ende unter das Dreieck halten. Ja, und dann würden Sie es so balancieren, ja, so wie das rechte Bild suggeriert. Sie würden das dann physikalisch genau am sogenannten Schwerpunkt des Dreiecks ansetzen, ja, sodass sich die Masse in alle Richtungen des Dreiecks gleich verteilt und das Teil austariert ist und nicht runterfällt. Physikalisch also genau dieser Schwerpunkt. Die Frage ist, lässt sich dieser Schwerpunkt, ist also in gewissem Sinne auch eine Mitte des Dreiecks, wenn es eine Mitte für die Bundesrepublik Deutschland darstellt, der Schwerpunkt, dann kann ich diesen Schwerpunkt, diesen physikalischen Schwerpunkt von so einem Papp- oder Plastikdreieck ja auch als einen Mittelpunkt des Dreiecks definieren. Je nach Kontext. Wenn ich ein Dreieck habe und ich gerade geometrisch irgendwie ausrechnen will, wo ich da so einen Pin drunter machen muss, damit es austariert ist, dann bin ich genau in so einer Situation, wo es sinnvoll ist, da vom Mittelpunkt zu reden, wo der Schwerpunkt ist und nicht da, wo die Mittelsenkrechten oder die Winkelhalbierenden sich schneiden. Gehen wir es mal mathematisch an. Ich habe erstmal nochmal hier ein Dreieck mitgebracht und praktischerweise hier schon was eingezeichnet in das Dreieck. Erkennen Sie es? Haben wir gerade schon drüber geredet, das ist nämlich genau, die Seitenhalbierende. Vom Mittelpunkt dieser Seite C zum gegenüberliegenden Eckpunkt, deswegen, so wie man es hier sieht, nicht notwendigerweise im rechten Winkel stehend auf Seite C. Ja, und jetzt überlegen Sie sich mal, wo ist, wenn Sie dieses Dreieck hier nehmen, das linke Teildreieck, und Sie stellen sich vor, Sie zeichnen da die Höhe ein, dann habe ich hier schon den Höhenfußpunkt für Sie einmal abgebildet. Das heißt, hier wäre die Höhe von diesem linken Dreieck. Wo wäre die Höhe von dem rechten Dreieck?
von dem rechten Teildreieck. Haben wir gerade schon mal kurz drüber geredet. Zur Erinnerung, sehen Sie mal, dieser Winkel hier, der ist jetzt in diesem Fall, sieht man ganz gut mit dem Auge, größer als 90 Grad. Wir haben also beim rechten Teildreieck ein stumpfwinkliges Dreieck. Da haben wir gerade schon gesagt, dann ist die Höhe außerhalb des Dreiecks. Aber wo genau? Sie soll ja rechtwinklig auf diese Seite hier treffen. Oder wenn es außerhalb liegt, auf die Fortsetzung dieser Seite. Und sie soll durch den Punkt C gehen. Das wäre genau dieselbe Strecke, völlig richtig. Also dieser Höhenfußpunkt HC gilt sowohl für das linke Dreieck als auch für das rechte Dreieck. Die Höhen beider Dreiecke sind genau dieselben Strecken. Nochmal, ja, gerne. Wir haben gerade schon gesehen, wenn Sie sich hier die Höhe vorstellen von dem linken Teildreieck, ja, dann liegt die hier ungefähr. Das, was ich hier gerade mit dem Laserpointer abfahre. Ja, so weit, so gut. Wenn wir von diesem Dreieck hier an diese Grundseite des Dreiecks die Höhe einzeichnen wollen, dann muss die rechtwinklig darauf liegen. Wir haben schon gesagt, bei stumpfwinkligen Dreieck liegt die auch mal außerhalb des Dreiecks. Das heißt, hier kriegen wir es nicht hin. Wir kommen nicht hier, wenn wir hier rechtwinklig irgendwie auf den Teil rechtwinklig unsere Höhe abschießen, egal wohin, kriegen wir es nicht hin, dass die durch den Punkt C läuft. Wir müssen also die Fortsetzung dieser Seite hier nehmen. Genau, setzen das fort. Und dann sind wir genau wieder an dieser Stelle, wo es wieder rechtwinklig wird. Das heißt, beide Höhen von beiden Dreiecken sind dieselben Strecken. Okay, überlegen wir mal, der Flächeninhalt eines Dreiecks ist 1/2 Grundseite mal Höhe. Jetzt haben wir von beiden Teildreiecken offenbar dieselbe Höhe. Was können Sie über die Grundseiten sagen, die zu den Höhen gehören? Sind auch dieselben. Genau, sind nicht genau dieselben Linien, aber sind genau gleich lang, ne? Das heißt, wir haben einmal hier die Grundseite, einmal hier die Grundseite. Zur Erinnerung, die sind deswegen gleich lang, weil wir hier genau die Seiten halbierend eingezeichnet haben. Ja, deswegen müssen die gleich lang sein. Also haben wir die gleichen Grundseiten oder gleich lange Grundseiten. Wir haben gleich lange Höhen. Also haben die auch genau den gleichen Flächeninhalt. Ja, also das linke Dreieck, auch wenn es ganz anders aussieht von der Form, und das rechte Dreieck haben wir genau den gleichen Flächeninhalt. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie so ein Dreieck aus Pappmaché bauen, ja, wovon hängt die Masse des Dreiecks ab? Sie machen das ja überall gleich dick, dieses Dreieck. Das heißt, die Masse hängt eigentlich nur von der Größe der Fläche des Dreiecks ab. Das heißt, wenn wir sagen, wir bauen dieses große Dreieck hier aus Pappmaché nach, dann haben wir das linke Teildreieck und das rechte Teildreieck, die sind genau gleich schwer, weil sie den gleichen Flächeninhalt haben. Ja, der Flächeninhalt ist das Ausschlaggebende für das Gewicht von so einem überall gleich dicken Pappmaché-Dreieck. Das heißt, wenn Sie dieses Dreieck hier aus Pappmaché hätten und das so wie hier dargestellt balancieren würden, dann würden Sie den Stock genau unter die Seitenhalbierende legen. Weil dann haben Sie auf beiden Seiten gleich viel Masse. Und dann wäre es ausbalanciert. Das heißt, die Seitenhalbierende ist die Strecke im Dreieck, die dafür sorgt, dass wenn man so einen Stock wie links auf dem Bild drunter legt, das Teil ausbalanciert ist. Man sieht sehr viel erarbeitet, was ich hier auch nochmal für Sie, für zu Hause zum Nachlesen aufgeschrieben habe. Diese Teildreiecke und die Höhe, alles nochmal eingezeichnet. Beide Dreiecke haben also dieselbe Höhe, haben wir uns überlegt. Und deswegen haben wir auch gesehen, beide Dreiecke haben eine gleich lange Grundseite. Und beide Dreiecke haben daher dieselbe Fläche und sind daher gleich schwer. Und das Gleiche kann man sich natürlich auch für die anderen Seitenhalbierenden überlegen. Sie können also genauso gut die Seitenhalbierende von hier nach dort und von dort nach hier, von dort nach hier rüber einzeichnen. Und Sie hätten jeweils immer gleich viel Masse auf beiden Seiten. Ja, was bedeutet das also? Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man in der Situation ist, wie da rechts im Bild, wenn man nur so einen einzelnen Pin darunter halten möchte, was vermuten Sie, wo liegt dann wohl der Schwerpunkt?
habe es gerade schon irgendwo gehört. Genau, da verteilt sich dann die Masse ganz gleichmäßig im Dreieck. Also alle Punkte auf der Seitenhalbierende, da haben Sie ja auf jeder Seite gleich viel Masse. Wenn Sie den Schnittpunkt nehmen, dann können Sie quasi auch so einen einzelnen Punkt darunter machen und haben es austariert. Also der Schnittpunkt aller drei Seitenhalbierenden ist der physikalische Schwerpunkt dieses Dreiecks, wenn es Masse hätte, wenn es aus Pappmaché wäre. Sieht dann so ungefähr aus. Und deswegen nennt man diese Seitenhalbierenden manchmal auch schwere Linien. Ja, weil sie die Schwere des Dreiecks aufteilen auf beide Seiten. Deswegen nicht schwere Linien, nicht mit einem Adjektiv, schwere Leerzeichen Linien, sondern schwere Linien zusammengeschrieben, manchmal auch ohne das Fugen-E, manchmal auch nur Schwerlinien. Ja, nicht irritieren lassen ist genau das Gleiche. Eine kleine Beobachtung gibt es noch, die beweise ich jetzt nicht mit Ihnen, aber die ist immer mal wieder ganz nützlich. Diese Seitenhalbierenden, die teilen sich im Verhältnis 2:1 an diesem Schnittpunkt. Soll Folgendes heißen: Wenn diese Seitenhalbierende hier 3 cm lang wäre, dann wäre diese Teilstrecke 2 cm lang, diese 1 cm lang. Und das gilt für alle anderen Seitenhalbierenden auch. Ja, also der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden, sprich der Schwerpunkt, teilt alle Seitenhalbierenden immer im Verhältnis 2:1 auf. Das war unsere dritte Situation, in der wir sein können, in der Akrobatik. Ich habe noch eine vierte mitgebracht. Wir kommen wieder zurück zu so lustigen Städten wie Aberg, B-Stadt und C-Burg und stellen Sie sich vor, da ist ein Vertreter, der muss jeweils an unterschiedlichen Tagen immer in eine dieser Städte fahren, weil er da Kundentermine hat, Staubsauger verkaufen will, Versicherung verkaufen will, was weiß ich. Ja? Jetzt ist die Frage, machen wir es ein bisschen plastisch? Ich habe mal eine Karte mitgebracht, Aberg liegt ganz links, da irgendwo in diesem kleinen Wüstengebiet, B-Stadt, C-Burg sind ganz schöne Küstenstädte. Und wo sollte er wohnen, wo sollte er sich ein Haus anmieten oder kaufen, wenn er regelmäßig an unterschiedlichen Tagen immer in eine dieser Städten fahren muss, aber auch immer gleich oft? Ja, vielleicht immer montags in die eine, Dienstag in die nächste, Mittwoch in die dritte, Donnerstag wieder in die erste und so weiter und so fort den ganzen Kalender durch. So ungefähr. Macht es dann vielleicht Sinn, auf halber Strecke zwischen Aberg und C-Burg zu wohnen? Macht es Sinn, zwischen C-Burg und B-Stadt zu wohnen? Also Sie sehen schon, das sind drei Städte. Die bilden also auch wieder irgendwie ein Dreieck. Ganz idealisiert betrachtet, die Straßen sind geradlinig zwischen den Städten. Reduzieren wir es vielleicht mal auf zwei Möglichkeiten. Man kann ja nicht immer überall wohnen, wo man gerne wohnen würde. Der guckt jetzt bei Immobilien-Scout rein und die beiden Objekte sind frei. Wir haben einmal das blaue Häuschen, da sehr nah an B-Stadt und C-Burg. Und wir haben das grüne Häuschen, da vielleicht sogar ganz nett gelegen, da in so einem Waldgebiet. Man sieht, die Karte ist so leicht grün gehighlightet an der Stelle. Aber das will uns gar nicht interessieren. Das wichtigste Standortkriterium ist, möglichst gut in diese drei Städte kommen. Ja, diskutieren Sie doch mal eine Minute mit Ihrer Nachbarin, Ihrem Nachbarn.
So. Was haben Ihre Diskussionen ergeben? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Zwei stehen zur Auswahl. Grünes Haus, blaues Haus. Bitte. Okay, eine Möglichkeit. Hat sich jemand das grüne Haus, Mietvertrag im grünen Haus abgeschlossen? Naja, die Aussage ist ja, die Fahrwege sollen minimiert werden. Die minimalsten Fahrwege aus Museen zu den Städten herrschen im grünen Haus. Wenn man jetzt aber von der gesamten Kilometerstrecke ausgeht, im zyklischen Ablauf, wäre das Haus blau. Ziemlich richtig, genau. Können Sie sich so vorstellen, dass. Ja, also erstmal, das haben Sie schon völlig richtig gesagt, das Haus sollte möglichst an dem Punkt angemietet werden, der den Gesamtabstand, also ihm ist es gar nicht wichtig, vielleicht fahre ich an einem Tag in der Woche 3 Stunden, dafür bin ich an den anderen Tagen immer in 10 Minuten da. Ja, ihm ist es nicht wichtig, das irgendwie gleichmäßig zu kalibrieren, sondern es geht nur darum, den Gesamtabstand, den Kilometerstand auf dem Auto oder was oder in welchem Verkehrsmittel auch immer insgesamt zu minimieren. Das heißt, tatsächlich ist es hier in diesem konkreten Fall offenbar so, dass das blaue Haus die bessere Wahl ist. Kann man sich auch so vorstellen, dieses blaue Haus hier, man hat ja quasi seinen Katzensprung nach B-Stadt oder nach C-Burg, fast schon zu vernachlässigen. Dafür 2-mal diese Strecke bis zum Grünhaus und dann nochmal am Grünhaus vorbei nach A-Berg. Das heißt, wenn wir das Haus hier anmieten, dann haben wir... Wenn wir das Haus hier anmieten, dann haben wir quasi eine Nulldistanz nach B-Stadt, nach C-Burg und müssen 1-2-mal, einmal für den Hinweg und 3-4-mal für den Rückweg diese Strecke zurücklegen. Würden wir hier wohnen, na gut, dann müssten wir 1-2-mal diese Strecke, 3-4-mal und 5-6-mal, insgesamt 6-mal diese Distanz so ganz grob eingeschätzt zurücklegen. Deswegen hier das blaue Haus besser. Okay, gehen wir etwas zurück zu den Dreiecken. Was konnte... Was konnte dieses schöne blaue Haus? Na, es hat irgendwie in diesem Fall zwischen diesen beiden Punkten, wenn man nur diese beiden Punkte zur Auswahl hat, hat es den minimaleren Gesamtabstand angeboten. Wenn wir uns jetzt wieder ins Dreieck zurückorientieren, dann geht es darum. Eine sehr alte Problemstellung in der Elementargeometrie. Man sucht den Punkt, MF heißt er, in einem Dreieck, Dreieck ABC, der den Gesamtabstand zu den Eckpunkten minimiert. Das heißt, dieser ominöse Punkt MF soll die Strecke, soll die Summe der drei Strecken, ein Eckpunkt A zu MF plus B zu MF plus C zu MF minimieren. Ja, gerade das haben sie sozusagen beim Dreieck auch versucht. Sie haben quasi nicht den Punkt gefunden, aber sie haben, weil sie nur 2 zur Auswahl hatten, den ausgesucht, der niedriger kommt in dieser Metrik, wenn man so will. Diese Fragestellung stammt schon aus dem Jahr 1646 von Pierre de Fermat. Das ist der hier. Und das Spannende ist,
Er hat sie veröffentlicht und schon kurze Zeit darauf, noch im selben Jahr, hat ein Italiener, Evangelista Torricelli, die Fragestellung beantwortet. Das ist der hier. So, meine Damen und Herren, im linken Flügel. Da kommt immer die meiste Lautstärke her. Aber Sie wissen das schon, ne? So ist super. Dankeschön. Eine Viertelstunde noch. Ich will das gar nicht ganz im Detail mit ihm beweisen, aber ich will ihm mal zeigen, was er gemacht hat. Er hat sich Folgendes überlegt und er hat diese Skizze sozusagen konstruiert. Sie sehen in Blau das eigentliche Dreieck zwischen den Punkten A, B und C. Und dieser Punkt, der heißt hier nicht MF, sondern F1, den kriegt man wie folgt. Er hat Folgendes gemacht. Er hat auf den Seiten gleichseitige Dreiecke konstruiert. Ja, diese drei grünen Dreiecke, die dazugekommen sind, sind gleichseitig. Und wenn man von denen den Umkreis zeichnet, Umkreis ist ja der Mittelpunkt der Seitenhalbierenden, Quatsch, der Mittelsenkrechten. Wir können also von jedem dieser Dreiecke den Schnittpunkt der Mittelsenkrechten finden, um eben diesen Umkreis zu definieren. Und er hat beobachtet und konnte auch beweisen, dass sich diese drei Umkreise der neu gezeichneten Dreiecke genau in einem Punkt schneiden. Und das ist genau dieser gesuchte Punkt, der hier, der diese Eigenschaft hat. Also genau dieser Punkt, der hier in der Skizze F1 heißt, der bei uns jetzt MF heißt, ist der Punkt, der diese Abstände, so wie sie hier oben stehen, insgesamt minimiert. Er hat aber nicht nur herausgefunden, dass man das so machen kann, dass man eine gleichseitige Dreiecke konstruiert, dann die Umkreise zeichnet, die schneiden sich in einem Punkt. Er hat gleichzeitig noch eine Alternative herausgefunden. Und zwar, wenn man wieder diese gleichseitigen Dreiecke zeichnet und diese neu hinzugekommenen Punkte B1 hier, A1 und C1, wenn man die nimmt und mit dem gegenüberliegenden Dreieckseckpunkt verbindet, also C1 mit C, A1 mit A, B1 mit B, dann schneiden die sich auch in dem Punkt und das ist derselbe Punkt. Wenn Sie also diesen Punkt MF, der dann rückwirkend nach Fermat, der die Fragestellung sich ausgedacht hat, benannt wurde, wenn Sie diesen Punkt konstruieren wollen, haben Sie beide Möglichkeiten. Entweder gleichseitige Dreiecke aufs Dreieck drauf, auf die Seiten, die Umkreise zeichnen, den Schnittpunkt davon nehmen, oder die gleichseitigen Dreiecke draufnehmen und dann die neu hinzugekommenen Punkte mit den entsprechenden alten Punkten verbinden. Die schneiden sich auch wieder alle in einem Punkt. Ja. Insgesamt, fassen wir es kurz zusammen, habe ich jetzt 4 Vorschläge mitgebracht. Wir haben den Umkreismittelpunkt, das war das mit dem Hubschrauber. Besondere Charakteristik, der gleiche Abstand zu allen Eckpunkten, gleichzeitig Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. Den Innkreismittelpunkt, das war das mit dem Laichteich. Gleicher Abstand zu allen Seiten, gleichzeitig Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. Der physikalische Schwerpunkt, das mit dem Austarieren des Dreiecks, die Masse auf beiden Seiten gleichmäßig verteilen. Also gleichzeitig Schnittpunkt der Seitenhalbierenden. Und der Fermat-Punkt minimiert den Gesamtabstand zu den Eckpunkten, gleichzeitig Schnittpunkt der Umkreise von auf den Seiten errichteten gleichseitigen Dreiecken. Etwas kompliziert, aber ich habe es Ihnen ja gerade kurz in der Skizze gezeigt. Diese 4 Möglichkeiten gibt es, aber das sind nicht alle. Es gibt noch viel mehr und Mathematiker haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie könnte man den Mittelpunkt des Dreiecks noch fassen. Es gibt auch andere Situationen, die ich Ihnen jetzt nicht vorgestellt habe, aber das können Sie sich ja vielleicht vorstellen, in denen es sinnvoll ist, den Mittelpunkt eines Dreiecks nochmal anders zu definieren. Kleiner Funfact am Rande, es gibt tatsächlich, so wie die Wikipedia eine Enzyklopädie ist, gibt es die Encyclopedia of Triangle Centers, also die Enzyklopädie der Dreiecksmittelpunkte. Und in denen sind tatsächlich 30.000 und sogar noch über 30.000 verschiedene Mittelpunkte benannt und definiert worden. Da gibt es auch einen kleinen Artikel drüber bei Wikipedia. Das sind die ausgezeichneten Punkte im Dreieck. Die heißen nicht so, weil sie ganz ausgezeichnet und toll sind, sondern weil man sie ausgezeichnet hat, ja, weil es besonders benannte Punkte sind. Kann man jetzt womöglich in den hinteren Reihen nicht lesen, muss man auch gar nicht. Aber da finden sich die wichtigsten ganz weit vorne drin, die sind alle immer mit x1, x2, x3 und so weiter standardisiert benannt. Und die wir uns gerade angeschaut haben, die sind relativ weit vorne. Und dann gibt es natürlich irgendwo hinten bei 30.000 sehr exotische Mittelpunkte oder Definitionen, wie man diese Mittelpunkte benennen könnte.
Ja. Gehen wir nochmal zurück zu den besonderen Linien im Dreieck. Da haben wir ja gerade angefangen. Ja, wir haben die Mittelsenkrechten, wenn wir von denen aus denken, wissen wir schon, die schneiden sich im Umkreismittelpunkt MU, das war das mit dem Hubschrauber. Die Winkelhalbierenden, die schneiden sich im Inkreismittelpunkt MI, das mit dem Teich. Seitenhalbierende, die schneiden sich im Schwerpunkt MS, das also mit dem Austarieren des Dreiecks. Und eine besondere Linie fehlt noch. Die haben wir bisher gar nicht gebraucht. Aber Sie hatten auch schon vorgeschlagen, dass Sie doch auch einen Schnittpunkt haben könnten. Welche waren das? Was fehlt noch? Sagen Sie es? Ja, genau. Die Höhen gibt es auch noch. Ja? Ja, die Frage ist, wo schneiden sich eigentlich die drei Höhen? Schneiden die sich überhaupt in einem Punkt? Also gibt es einen Höhenschnittpunkt oder schneiden die sich in verschiedenen Punkten immer zwei Stück oder schneiden die sich wirklich alle drei zusammen? Ja? Schauen wir mal. Ich habe nochmal so ein kleines Beispieldreieck mitgebracht. Wenn man da mal alle drei Höhen wieder einzeichnet, dann haben wir hier die Höhe HC, die Höhe HA und die Höhe HB. Und ich habe ein klein bisschen ungenau gezeichnet, aber hier ist es so, die schneiden sich genau in dem einen Punkt hier. Die Frage ist, ist das Zufall? Habe ich jetzt ein glückliches Händchen gehabt? Kann man vielleicht Dreiecke bauen oder zeichnen, konstruieren, was auch immer, wo sich die Höhen nicht alle in einem Punkt schneiden, sondern vielleicht in drei paarweise verschiedenen Punkten? Und tatsächlich ist es so, nein, praktischerweise gibt es den auch. Das haben wir gerade nie gemacht. Wir haben eigentlich immer gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal den Schnittpunkt von diesen drei Seiten an. Aber ob es den jetzt wirklich gibt, so ganz genau haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Weil es kann ja auch immer so sein, dass sie sich nur paarweise schneiden und es dann drei verschiedene Schnittpunkte gibt oder so. Ist aber so, die schneiden sich alle. Also alle Punkte, von denen wir gerade geredet haben, gibt es auch. Ich will das jetzt einmal mit Ihnen nochmal exemplarisch ein klein bisschen durchexerzieren. Und habe das mal in einem Satz schon mal aufgeschrieben. Die Höhen eines Dreiecks, also alle drei Höhen, schneiden sich genau in einem Punkt, den nenne ich MH, der Höhenschnittpunkt, könnte man auch wieder als eine andere Art von Dreiecksmitte definieren. Das kann man sich wie folgt vorstellen. Wir nehmen ein Dreieck. Das Dreieck, um das es geht, ist das jetzt, was hier in dieser Skizze gelb ist. Die Bezeichnungen sind wieder ein bisschen anders, weil ich das Bild geklaut habe. Und man hat Folgendes gemacht. Man hat Parallelen zu allen Dreiecksseiten durch die gegenüberliegenden Punkte gezeichnet, sodass sich das größere blau eingezeichnete Dreieck ergibt. Also diese Seite hier ist eine Parallele zu der Ausgangsseite hier. Das Dreieck, um das wir uns jetzt hier kümmern, das uns interessiert, ist das Gelbe. Diese Dreiecksseite hier von dem großen Dreieck ist eine Parallele hierzu und diese hier ist die Parallele zu dem. Dadurch entsteht ein neues Dreieck. Das nenne ich mal A', B', C'. Und das Besondere daran ist, dass nicht nur ein neues großes Dreieck entsteht, sondern auch drei Parallelogramme. Suchen Sie mal die Parallelogramme. Wir haben hier eins, ich fahre es mal ab. Das hier ist ein Parallelogramm, Nummer eins. Ich zeige Ihnen das nächste. Ja, hier haben wir ein Parallelogramm. Und der Kollege hier ist auch ein Parallelogramm. Ja, liegt daran, dass wir die Seiten jeweils parallel eingezeichnet haben. Wir haben ja gesagt, das Teil hier soll parallel sein zu dem. Zu der Seite zeichnen wir diese Parallele. Jetzt bilden die ein Viereck. Die jeweils gegenüberliegenden Seiten sind deswegen parallel. Also handelt es sich um Parallelogramme. Aber insbesondere, weil es sich um Parallelogramme handelt, Parallelogramme können nämlich auch noch was anderes, ich komme sofort auf Sie zurück, Parallelogramme können auch was anderes, und zwar die jeweils gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang in Parallelogrammen. Okay. Besteht die Frage noch? Nein, das ist kein Zufall, das ist das, worauf es jetzt, glaube ich, gleich hinausläuft. Sehr gut aufgepasst. Die denken wir uns gerade noch mal kurz weg oder kommen jetzt direkt dazu, meinetwegen auch. Wir wissen also auch Folgendes, die Seiten, weil wir ja Parallelogramme haben, sind quasi, ist also diese Seite hier zum Beispiel genauso lang wie diese Seite ist aber genauso lang
wie diese Seite. Ja? Das heißt, praktischerweise, die Mittelpunkte beim großen Dreieck, die Seitenmittelpunkte, sind genau die Eckpunkte des alten Dreiecks. Ja? Weil sich Parallelogramme ergeben haben, die gegenüberliegenden Seiten jeweils gleich lang sind, so kann man sich das herleiten. Und weil das der Fall ist, sind die Höhen vom alten Dreieck, die ich hier schon mal eingezeichnet habe in Rot, die Ihnen gerade aufgefallen waren, diese Höhen, die ja immer durch die gegenüberliegenden Eckpunkte laufen, sind gleichzeitig die Mittelsenkrechten des neuen Dreiecks. Ja, also das große blaue Dreieck, davon die Mittelsenkrechten, ist genau das gleiche wie die Höhen des alten Dreiecks. Ja, so kann man sich das herleiten. Jetzt wissen wir aber schon was oder haben was vorausgesetzt über die Mittelsenkrechten. Die schneiden sich nämlich in einem Punkt, ja, und das ist der Umkreismittelpunkt. Also die schneiden sich bekanntlich in einem Punkt, dem Umkreismittelpunkt. Wenn aber die Mittelsenkrechten des neuen Dreiecks sich alle in einem Punkt schneiden, die dasselbe sind wie die Höhen des alten Dreiecks, dann schneiden sich also auch die Höhen alle in einem Punkt. Und damit haben wir den Satz an der Stelle bewiesen, also die Höhen eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt mh. Das ist ein klein bisschen geschummelt, weil wir haben ja gerade das einfach vom Himmel fallen lassen, dass sich die Mittelsenkrechten wirklich alle in einem Punkt schneiden, nicht etwa in drei verschiedenen. Das müsste man sich also auch nochmal genau überlegen. Aber wenn man es sich genau überlegt hat, kriegt man daraus auch den Höhenschnittpunkt, dass die Höhen sich alle in genau einem Punkt schneiden. Ja? Wir machen das hier nicht alles ganz im Detail und belassen es jetzt an dieser Stelle bei diesem Beweis. Ich will noch ein bisschen auf andere Eigenschaften am Dreieck mit Ihnen kurz eingehen. Die haben nämlich noch so gewisse, man kann noch weitere Strukturen entdecken, wenn man sich diese unterschiedlichen Mittelpunkte im Dreieck anschaut. Und das läuft auf den sogenannten Feuerbach-Kreis hinaus. Also gegeben sei irgendein Dreieck, ABC, und Karl Wilhelm Feuerbach, das ist der hier, hat das herausgefunden. Schauen Sie mal auf seine Lebensdaten, der hat nicht sehr lange gelebt. Ich konnte erstmal nicht so schnell rausfinden, warum der so früh gestorben ist. Aber er ist nur 34 Jahre alt geworden oder 35, wie auch immer. Und er hat Folgendes herausgefunden. Wenn Sie ein beliebiges Dreieck ABC nehmen, dann liegen die Mittelpunkte der Seiten, die nenne ich jetzt hier mal der Einfachheit halber, D, E und F, also die hier, die Fußpunkte der Höhen, G, H und I, das sind die hier, wenn ich die Höhen einzeichne. Und die haben ja auch noch einen Höhenschnittpunkt, über den haben wir gerade geredet. Und die Mittelpunkte der oberen Höhenabschnitte, die heißen J, L und K. Das sind die Mittelpunkte der Strecken zwischen jeweils einer Dreiecksseite und dem Höhenschnittpunkt MH. Also die Mittelpunkte dieser neu entstandenen Strecken. J, hier L und K hier. Ja, also die Mittelpunkte der Strecken zwischen jeweils einer Dreiecksecke und dem Höhenschnittpunkt MH. Und die liegen in einer gewissen Struktur. Sie können es wahrscheinlich schon erahnen. Einmal, weil man es vielleicht sieht, andererseits, weil der Satz Feuerbach-Kreis heißt. Man sieht schon so ein bisschen, die liegen alle auf einem Kreis. Ja? Dem sogenannten Feuerbach-Kreis. Das hat er herausgefunden. Nennt man auch 9-Punkte-Kreis, weil wir jetzt insgesamt 9 Punkte genannt haben, die da drauf liegen sollen. Das mal nochmal klar gemacht, Feuerbach-Kreis, damit Sie sich vielleicht ein bisschen besser merken können. Und der liegt in diesem Fall ungefähr hier. Der Mittelpunkt des Feuerbach-Kreises, den nenne ich MFB. Den gibt es zum Beispiel auch in der Encyclopedia of Triangle Centers zu sehen. Das ist da der Punkt X5. Den haben sie also relativ weit vorne katalogisiert in dieser Enzyklopädie. Wir lassen das mit einem Beweis, das ist ein bisschen aufwendiger, und schauen uns noch was anderes an. Euler ist dann später hergekommen und hat Folgendes herausgefunden. Später hat man herausgefunden, dass der Name so heißt. Oder hat den Namen nach Feuerbach nochmal benannt, weil Euler hat vorher gelebt. Euler hat von 1707 bis 1783 gelebt, Feuerbach danach im 19. Jahrhundert. Und Euler hat Folgendes herausgefunden. Wenn Sie auch wieder ein ganz allgemeines Dreieck nehmen, dann liegen die folgenden verschiedenen Mittelpunkte des Dreiecks, der Höhenschnittpunkt MH, der Schwerpunkt MS
der Umkreismittelpunkt MU und der Mittelpunkt dieses Feuerbachkreises, über den wir gerade geredet haben. Euler kannte also irgendwie schon den Mittelpunkt des Feuerbachkreises, auch wenn er damals natürlich noch nicht so geheißen hat. Dann liegen die auf einer Geraden, der sogenannten Euler-Geraden. Ja, das ist ja auch nicht trivial, dass das funktioniert. Also sie haben all diese drei verschiedenen Mittelpunkte und wenn man die wirklich mal konstruiert, tollerweise liegen die auf einer Geraden. Das können Sie natürlich nutzen. Sie können das zur Validierung nutzen. Wenn Sie drei dieser Punkte haben im Dreieck und Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die richtig konstruiert haben, können Sie gucken, liegen die auf einer Geraden? Dann könnte das richtig sein. Liegen die schon gar nicht auf einer Geraden? Kann das nicht sein, weil Euler gesagt hat und zeigen konnte, die liegen aber alle auf einer Geraden. Also musst du was falsch gemacht haben. Ja, man kann es also quasi nutzen, um sich nochmal so ein bisschen zu prüfen und zu checken. Halten wir also nochmal fest, wir haben sehr viele verschiedene Dreiecksmitten festgestellt oder genannt. Umkreismittelpunkt, Innkreismittelpunkt, den Schwerpunkt, ja, den Fermatpunkt, der Punkt, der die ganzen Abstände minimiert, den Höhenschnittpunkt. Wir haben herausgefunden, verschiedene spezielle Punkte liegen auf einem Kreis, egal in welchem Dreieck. Wir haben herausgefunden, oder beziehungsweise Euler hat für uns praktischerweise herausgefunden, der Höhenschnittpunkt, der Schwerpunkt, der Umkreismittelpunkt und dieser Mittelpunkt des Feuerbachkreises liegen alle auf einer Geraden. Also viele verschiedene Mittelpunkte, viel verschiedene Struktur dazwischen. Und letzten Endes habe ich Ihnen nochmal dieses kleine Bild mitgebracht. Die heißen hier in der Skizze alle etwas anders, weil ich die nicht selber konstruiert habe. Da war ich leider zu faul für. Das habe ich auch aus Wikipedia geklaut. Aber es ist alles mal schön aufgezeichnet. Und Sie sehen, Sie haben den Innkreismittelpunkt, Sie haben den Umkreis und den Innkreis selber. Alles passt schön zusammen. Die Euler-Gerade ist da drin. Und es war so ein schöner Abschluss. Ne? Sie wollen wieder alle davonrennen, meine Güte. Ja, Sie haben noch 3 Minuten, sind Sie doch noch hier an Ihre Sitze gefesselt und ich darf Sie bespaßen. Nein, also nächste Mal, das passt jetzt ganz gut, fangen mit dem Thema Vierecke an. Diese Woche nochmal in der Präsenzübung das Thema Dreiecke, Sinussatz, Cosinussatz. Ciao.